Sieger Holding AG. Die Leidenschaft fürs Kleben wurde den beiden Firmeninhabern der Sieger, Marco und Reto Sieber, praktisch in die Kinderschuhe gelegt. Aus Wundpflaster-Restbeständen der US-Armee schnitt der Vater schmale Streifen und verkaufte sie als Einfassband an Blockfabriken. Damit war die Geschäftsidee für die 1965 gegründete Einzelfirma geboren und die Produktion von eigenen Klebstoffen und Klebebändern begann. Unsere Küche zu Hause war auch Chemielabor und der Hühnerstall war unsere Fabrik, wo getüftelt und experimentiert wurde. Oft hat es gebrannt, doch wir brauchten zum Löschen nie die Feuerwehr. Nach soliden Ausbildungen haben die beiden Brüder 1990 die Firma übernommen und diese Schritt für Schritt vom Kleinstbetrieb zum heutigen Unternehmen mit über 320 Mitarbeitenden entwickelt. Der internationale Durchbruch gelang, als wir uns von allen alten Geschäftsbereichen trennten und alles auf die Karte dichte Gebäudehülle setzten. Neue Produkte mit einzigartigen Klebekräften ohne Lösemittel entwickelten und einen eigenen Vertrieb mit 160 Außendienstmitarbeitern aufbauten. Sieger ist heute führend in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von wohngiftfreien Hochleistungsprodukten für eine rundum dichte und diffusionsfähige Gebäudehülle. Siegerdichte neu oder sanierte Altbauten zeichnen sich aus durch einen geringen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß, hohen Wohnkomfort und eine lange Lebensdauer. In der Sieger Academy, ab 2014 mit eigenem Hotel und 75 Zimmern, werden jedes Jahr 2500 Baufachleute aus aller Welt ausgebildet. Dieser enge Meinungsaustausch mit den Kunden ist Treiber für Produktinnovationen und führte in der 10 Jahren zu 34 international erteilten Patenten. Die Sieger Unternehmenskultur ist Treiber für die kontinuierliche Verbesserung des Unternehmens. An jedem 10. Arbeitstag steht die gesamte Firma still, um vom Lehrling bis zum CEO alles in Frage zu stellen, zu verändern oder zu verbessern. Es ist uns wichtig, dass sich jeder Mitarbeitende aktiv beteiligt und Verantwortung übernimmt. Nur so bewältigen wir das Wachstum und die schnell ändernden Anforderungen in den verschiedenen Ländern. Mit der Übergabe der operativen Geschäftsführung an den langjährigen Mitarbeiter Patrick Stalder werden am 1. Januar 2014 die Weichen für die Zukunft der Sieger gestellt. Marco und Reto Sieber werden sich fortan um die strategische Weiterentwicklung ihres Unternehmens und die Weitergabe ihrer großen Erfahrung an junge Siegerführungskräfte kümmern.